نبوت قدرت اولا خلافت قدرت ثانی خلافت 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 Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Meine sehr verehrten Zuschauer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wir heißen Sie alle sehr herzlich willkommen bei MTA Spezial. Unser Thema heute ist Khilafat, auch genannt das Kalifat. Im Heiligen Koran sagt Allah dazu, Auzubillahi minash shaitani rajim, Wa'adallahu allazina amanu minkum wa'amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. Das ist entnommen aus der Sura An-Nur, die 24. Sura, Vers 56. Die deutsche Übersetzung lautet: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Verheißen hat Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu Nachfolgern auf Erden machen wird, wie er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte, und dass er gewisslich für sie ihre Religion befestigen wird, die er für sie auserwählt hat, und dass er gewisslich ihren Stand nach ihrer Furcht in Frieden und Sicherheit umwandeln wird. Sie werden mich verehren und sie werden mir nichts zur Seite stellen. Wer aber hernach undankbar ist, das werden die Empörer sein. Bevor wir mit unseren verehrten Gästen in die Sendung einsteigen, möchten wir uns erstmal einen kleinen Beitrag anschauen über das Khilafat. Der Begriff Khilafat wird im Heiligen Koran häufig erwähnt. Er wird mit Nachfolger oder Statthalter übersetzt. Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Drei Erläuterungen sind hier gängig. Erstens, die Khalifen Gottes. Das sind jene Khalifen, die von Gott unmittelbar durch Offenbarung ausgewählt werden und ihn auf Erden vertreten. Zweitens, die Khalifen eines Propheten. Das sind Personen, die in der Abwesenheit eines Propheten dessen Aufgaben fortsetzen und seine Anhänger leiten. Drittens, das Khalifat eines Volkes. Hierbei handelt es sich um ein Volk, das anstelle eines anderen tritt, wenn das erste Volk die Aufgaben Gottes nicht richtig ausgeführt hat. Verehrte Zuschauer, ich möchte Ihnen gerne unsere Ehrengäste vorstellen, die wir heute ins Studio eingeladen haben. Da habe ich zu meiner Rechten erstmal Herrn Imam Shamshad Ahmad Qamar Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Er ist auch ein Missionar in Deutschland. Und ist auch der Direktor der Jamia Ahmadiyya, das ist unser Institut für Theologie und Sprachen, wo wir Islamwissenschaften lehren. Dieses Institut leitet Herr Imam Shamshad Qamar Sahib. Dann haben wir unseren Bruder Muhammad Hamad Herta Sahib. Er ist auch Mitglied im unserem Bundesvorstand der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Sahib, als allererstes, bevor wir in die Thematik einsteigen, hätten wir gerne die Definition von Khilafat einmal gehabt. Was bedeutet Khilafat? Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Khilafat oder Khalifa, das ist ein arabisches Wort. Und dieses Wort ist im Heiligen Koran in verschiedenen Bedeutungen benutzt. Das Wort stammt von den Buchstaben Kha, Lam und Fa ab. Khalaf, das ist Kha, Lam, Fa, das bedeutet hinter oder nach etwas oder an seiner Stelle und so weiter. In diesen Bedeutungen kommt dieses Wort in dem Heiligen Koran oder in den Überlieferungen von dem Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zum Beispiel Allah sagt in dem Heiligen Koran: Ya lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Er weiß, was vor ihnen ist und was hinter ihnen. Und weiter sagt Allah in dem Heiligen Koran: Waqala Harunu li akhihi ukhlifni fi qaumi. Das heißt,
Moses sprach zu seinem Bruder Aaron, vertret mich bei meinem Volk. Und weiter sagt Allah, weiß kala rabbuka lil malaikate inni jailun fil arzi khalifa. Und als dein Herr sprach zu den Engeln, inni jailun fil arzi khalifa, ich will einen Statthalter oder Stellvertreter auf Erden einziehen. In diesen Versen von dem Heiligen Koran ist dieses Wort in diesen verschiedenen Bedeutungen gekommen. In dem berühmten Wörterbuch Mufredat Imam Raghib, das von Hazrat Imam Raghib geschrieben worden ist, schreibt Hazrat Imam Raghib über dieses Wort Khilafat. Er schreibt, Khilafat ist die Vertretung durch einen anderen, entweder aufgrund seiner Abwesenheit, seines Todes, seiner Verhindernis oder um den Vertreter zu ehren. Das ist die Definition des Khilafat. Und es gibt verschiedene Arten von Khilafat, wie Sie schon jetzt gehört haben. Das heißt, im Grunde genommen drei Arten von Khilafat sind: Khilafat Gottes, zweitens Khilafat eines Volkes und drittens Khilafat eines Propheten. Die sind drei Arten von Khilafat, die im Heiligen Koran erwähnt worden sind. Zum Beispiel über Khilafat Gottes sagt Allah in dem Heiligen Koran, ich habe schon den Vers erwähnt, Waizkala Rabbuka lil Malaikati inni ja'ilun fil ardi Khalifa, und als dein Herr sprach zu den Engeln, ich will einen Statthalter auf Erden einziehen. Und weiter hat Allah gesagt, Ya Daudu inna ja'alnaka Khalifatan fil ardi. O David, wir haben dich zu einem Stellvertreter auf Erden gemacht. Diese beiden Personen, das ist Adam a.s. und Hazrat Daud oder David a.s., Friede sei mit ihnen, die beiden sind von Allah Khalifa ernannt. Aber das ist die Khalifa, die direkt von Gott gegeben worden ist. Weil die waren nicht nur Khalifa, sondern sie waren auch gleichzeitig Propheten. Und den Propheten wählt Gott direkt. Unmittelbar. Das ist eine Art von Khilafat. Und zweitens ist die Khilafat eines Volkes. Wir sehen in der Geschichte von Menschheit und in der Geschichte von Religion, dass es viele Propheten gekommen sind. Wenn ein Volk gegen einen Prophet ist und einen Propheten abgelehnt hat und so verhandelt hat, dass sie verwirrt waren und Grausamkeiten gegenüber dem Propheten und seines Volkes geübt haben, dann hat Allah diese Völker vernichtet und sogar getilgt. Und an der Stelle dieser Völker hat Allah dann ein anderes Volk gebracht. Und dieses Volk wird auch ein Khalifa des anderen Volkes genannt. Allah sagt im Heiligen Koran, Allah erwähnt solche Ereignisse und sagt dann, summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun. Danach brachten wir euch zu ihren Nachfolgern auf der Erde, auf dass wir sehen, wie ihr handeln würdet. Das ist die zweite Art von Khilafat. Die dritte Art von Khilafat ist die Khilafat eines Propheten. Diese Art hat dann noch weitere zwei Arten. Das ist ein Khalifa kann in der Abwesenheit eines Propheten sein oder nach dem Tod eines Propheten sein. Zum Beispiel als Hazrat Moses, Friede sei mit ihm, für 14 Nächte auf 40 Nächte auf den Berg zurückzog, auf Gebot Gottes. Dann hat er gesagt seinem Bruder, Ochlofni Fikomi, vertret mich bei meinem Volk. Aber diese Khilafat war nur vorübergehend, in der Abwesenheit von Moses, Friede sei mit ihm. Und die andere Khilafat ist, die nach dem Tod eines Propheten gewählt wird,
von Gott gewährt wird. Und diese Khilafat, dieser Khalifa wird von den Gläubigen ausgewählt. Und derjenige, der von den Gläubigen ausgewählt wird, ist die Wahl Gottes angesehen. Und dies sind drei Arten von Khalifa. Der verheißene Messias, al-Salatu wasalam, hat über Khalifa gesagt: Khalifa bedeutet Stellvertreter, der die Religion erneuert. Wenn das Zeitalter der Propheten vorüber ist, bereitet sich Dunkelheit aus. Und um diese zu beseitigen, erscheinen ihre Stellvertreter, die Khulafa genannt werden. Das ist Khilafat, was in dem Heiligen Koran erwähnt worden ist. Das ist die dritte Art von Khilafat, über die wir heute im Detail sprechen möchten. Ja, genau. Sie haben jetzt eben erwähnt, dass die Gläubigen diesen Khalifa auswählen, Herr Hamad Saib. Wer bestimmt jetzt im Detail den Khalifa? Wie ist der ganze Vorgang? Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen. Zu dieser Frage finden wir Antworten in der Frühzeit des Islams. Als der Prophet Mohammed, Frieden und Allahs Segen auf ihm, verstorben ist, mussten seine Gefährten, die erstmal in dieses Vakuum geblickt haben, der Prophet ist tot, mussten sich sehr schnell sortieren und organisieren und sich überlegen, wie geht es weiter. Und sie wussten, aufgrund dieses Versprechens, was sie am Anfang auch vorgetragen haben, dass Allah im Heiligen Koran gibt, dass nun die Zeit des Kalifats begonnen hat. Und auch der Prophet Mohammed selbst, sallallahu alaihi wasallam, er hat darüber gesprochen, dass nach ihm ein Khalifat, also Kalifentum oder Kalifat, entstehen wird. Und der erste Kalif, der ernannt wurde, war Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu an. Und das hat sich so zugetragen, dass ursprünglich er mit den anderen Gefährten, die sowieso da waren aufgrund des Todes des Propheten, sich beraten hat, und er hat vorgeschlagen, wir sollten Hazrat Umar als Kalifen ernennen. Aber Hazrat Umar hat, Friede möge Allah Gefallen an ihm haben, hat widersprochen und hat gesagt, ich schlage vor, dass wir sie zum Kalifen ernennen, und hat auch ein paar Argumente dazu gegeben. Und die anderen Gefährten sind dann dem Vorschlag von Hazrat Umar gefolgt, und sie haben alle gemeinsam das Bayat, das heißt das Gläubigelübde, an der Hand von Hazrat Abu Bakr abgelegt. So ist der erste Kalif nach dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam entstanden. Und als er dann seinen Tod nahe wähnte, hat er gewisse Sorgen um die Umma und hat zu einer anderen Vorgehensweise gegriffen. Jetzt haben wir gerade die Vorgehensweise besprochen, dass die Gläubigen zusammenkommen und aus ihrer Mitte einen, den sie für am geeignetsten halten, wählen. Und, aber diese Situation war nicht gleich zur Zeit des Todes von Hazrat Abu Bakr, weil es einige Auseinandersetzungen im Islamischen Reich gab. Da waren verschiedene Stämme, und wo es Probleme gab. Und so hat er die Sorge von Fitna, das heißt, dass es eine Spaltung, ein Zerwürfnis geben könnte. Deswegen hat er zu der nächsten möglichen Option gegriffen und hat Hazrat Umar als den nächsten Kalifen ernannt, für nach seinem Tode. Und so war es dann auch. Nach seinem Tode haben dann auch alle anderen Muslime das Bayat, das heißt das Treugelübde, an der Hand von Hazrat Umar abgelegt. Und als wiederum Hazrat Umar sein Leben sich dem Ende zugeneigt hat, hat er schon davor ein Komitee eingerichtet aus einigen Gefährten, sehr hochstehenden spirituellen Persönlichkeiten, die dann einen Kalifen im Konsens bestimmen sollten. Und das wurde dann auch getan, und so ist dann der dritte Kalif, Hazrat Osman, gewählt worden. Das heißt, es gab unterschiedliche Methoden in der ersten islamischen Epoche schon, wie ein Khalifa jetzt gewählt wurde. Wir haben jetzt drei unterschiedliche Varianten. Genau. Diese drei Varianten kennen wir aus der Frühzeit des Islams, und die erachten wir dann natürlich auch als die möglichen Möglichkeiten, da wir als Ahmadi-Muslime uns ja sehr an die Vorbilder aus der frühen Zeit des Islams halten. Mhm. Imam Sir, wir haben jetzt gehört, dass der Prophet auch eine Art von Khalifa von Allah direkt durch Gott selbst bestimmt wird.
Aber die Nachfolger von den Propheten, die Kalifen, werden einerseits, heißt das, durch Gott gewählt, aber die Menschen wählen das. Warum hat Allah das nicht auch in eigene Hände genommen, dass Allah direkt bestimmt, so wie beim Propheten, wer jetzt Khalifa sein soll? Sie haben gerade einen Vers von dem Heiligen Koran vorgetragen, in dem Allah es versprochen hat mit den Gläubigen, dass diejenigen, die glauben und gute Werke tun, denen wird Allah Khilafat gewähren. Das ist ein Versprechen Gottes. Wenn Khilafat ein Versprechen Gottes ist, dann natürlich können die Menschen einen Khalifa nicht geben. Obwohl Khalifa durch Menschen gewählt wird, aber diese Wahl wird als Wahl Gottes angesehen. Warum? Es gibt einige Menschen, von denen sich die Eigenschaften Gottes manifestieren. Diese Menschen sind nicht gewöhnliche Menschen. Diese Menschen sind bestimmte Menschen, die Nähe Gottes erreicht haben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, es gibt eine Hadith Qudsi, was bedeutet, dass Allah so gesagt hat, aber diese Offenbarung ist nicht in dem heiligen Koran erwähnt worden. Hazur sagt, dass Allah sagt, wenn ein Mensch die freiwillige Gebete verrichtet, so werde ich zu seinen Händen werden, mit denen er greift. Und ich werde zu seinen Füßen werden, mit denen er geht. Ich werde zu seinen Augen werden, mit denen er sieht. Ich werde zu seinen Zunge werden, mit dem er spricht. Also ist ein Mensch, dessen Hand Gottes ist, dessen Zunge Gottes ist, dessen Füße Gottes sind, ja, und dessen Augen Gottes sind. Also ist solch ein Mensch ein vollkommenes Ebenbild Gottes. Die sind die Leute, die ihre Handlungsweise wird als Handlungsweise Gottes gesehen. Was sie tun, wird bedeuten, dass sie tun nicht von sich selbst. Sie tun alles, was Allah sie sagt, ihnen sagt. Solche Beispiele finden wir in dem Heiligen Koran. Zum Beispiel zur Zeit des Schlachts Badr hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Handvoll Sand zu den Gegnern geworfen. Allah sagt, Ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Du warfest nicht, als du warfest, sondern Allah warf. Ja? Genauso hat Allah gesagt, Inna allazina yubayunaka, innama yubayunallaha, yadullahi fauqa aydihim. Die dir treu schwören, Allah nur schwören sie. Über ihre Hände ist Allahs Hand. Das heißt, die sind die Leute, alles was sie tun, dass ihre Handlungsweise wird Allahs Handlungsweise angesehen. Das heißt, wenn sie einen Khalifen auswählen, obwohl oberflächlich gesehen tun diese Leute, aber die sind die Leute, die Eigenschaften Gottes manifestieren. Sie tun nicht von sich selbst. Alles sie tun, was Gott gesagt hat. Ja? Und wenn sie einen Khalifen auswählen, das bedeutet, dass sie wählen genau nach dem Wille Gottes, nicht von selbst. Somit sind die Menschen zwar beteiligt, aber es ist sicher Entscheidung und geführte Sache durch Allah, dass ein Khalifa ja. Jetzt. Zweitens, ich möchte noch weiter. Ja. Man kann sagen, dass die anderen Leute, die von den zum Beispiel auf einer demokratischen Weise ausgewählt werden, kann man sagen, dass diese Wahl auch Allahs Wahl ist? Nein. Warum? Weil zum Beispiel, wenn diese Gläubigen, die auserwählten Gläubigen, einen Khalifen auswählen, das heißt, dass dieser Khalifa, jemand, der als Khalif ausgewählt wird, er ernannt sich selbst nicht. Ja? Vor einer Minute vor der Wahl weiß er selbst nicht, dass er Khalif ausgewählt wird. Und die anderen Leute wissen auch nicht, wer nach einer Minute ausgewählt wird. Alle beten nur zu Gott. Dass Gott das leiten möge, dass der Richtige gewählt wird. Aber der
Khalif gewählt wird, er geht nicht zu den Leuten, dass sie stimmen sie für mich oder was und das und das. Und auf der anderen Seite, diejenigen, die wählen, die sind auch rechtschaffene Menschen, die nur zu Allah beten. Sie sprechen nicht miteinander, wer gewählt werden soll, wer nicht, nein. Also so eine Propaganda genau. In der Art. Deshalb, ihre Wahl ist Wahl Gottes. Aber auf der anderen Seite, diejenigen, die zum Beispiel hier in der weltlichen Wahl in einer demokratischen Weise gewählt werden. Vor einem Monat oder zwei Monaten ist Kandidat da. Er geht zu den Menschen, er überzeugt, stimmen Sie für mich, ich werde für Sie das tun, das tun, das tun. Aber er wünscht selbst, dass er gewählt werden soll. Und zweitens, die Leute, die ihn wählen, unter ihnen sind nicht ausgewählte, spirituelle Leute. Alle Arten von Leuten sind da. Unter ihnen gibt es gute Leute, unter ihnen gibt es schlechte Leute, sie stimmen für ihn. Und deshalb kann man nicht sagen, dass ihre Wahl eine spirituelle Wahl ist. Es sind zwei Arten von Wahl. Ja, einer Seite, die spirituellen Leute wählen einen spirituellen Mensch für die spirituelle Sache. Auf der anderen Seite, die weltlichen Leute wählen einen weltlichen Menschen für die weltlichen Sachen. Die beide, es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden Sachen. Das, ja? Wenn ich da gerne, ganz gerne. Kurz einhaken darf, weil wir die letzte Wahl eines Kalifen, die ja, wir die meisten Ahmadis auch miterlebt haben, war ja 2003, als der vierte Kalif, Rahimullah, verstorben ist und der jetzige Kalif, der fünfte Kalif, gewählt wurde in sein Amt. Und es gab oder gibt, natürlich hat die Jamaat auch einige Ereignisse aus dieser Zeit auch aufgezeichnet. Und die erklären das eigentlich dann auch sehr praktisch, was Imam Saab gerade dargelegt hat, in theologischer Hinsicht. Und man bekommt vielleicht ein Gefühl dafür, wenn man sich diese Erzählungen anschaut. Und ich würde gerne eine vortragen. Ja. Und zwar muss man auch noch dazu erwähnen, dass dieses Wahlkomitee, von dem Sie ja gesprochen haben, diese spirituellen Menschen, die einen spirituellen Menschen wählen, da muss man auch erwähnen, dass dieses Wahlkomitee zusammengestellt wurde von den jeweiligen Kalifen. Und wir sind ja auf jeden Fall der Überzeugung, dass die Kalifen ihre Arbeit unter der direkten Leitung Gottes verrichten. Und somit ist durch den verstorbenen Kalifen selbst sichergestellt, dass in diesem Wahlkomitee spirituell hochstehende Persönlichkeiten sind. Und dass es tatsächlich so ist, sieht man, wenn man dann so eine Wahl erlebt und sieht, was diese Menschen dort erlebt haben. Beispielsweise ein Amir aus dem arabischen Raum. Er ist in seiner Funktion als Amir des Landes, war eben ein Teil dieses Komitees und wurde eingeladen. Und er hat erzählt, dass er dort, als es auf dem Weg in die Moschee ging zur Wahl, stand er in der Reihe und hat gesehen, dass hinter ihm eine Person steht, von der er gedacht hat, dass er ihm vielleicht seine Stimme geben möchte. Und dann hat er aus Demut gesagt, es ist nicht gut, wenn ich jetzt vor dieser Person in der Reihe stehe, und ist nach hinten gegangen, um sich hinten in die Reihe zu stellen. Und auf dem Weg nach hinten ist gerade wohl ein Auto gekommen und zwei Leute sind ausgestiegen und haben sich auch dieser Reihe angeschlossen. Und die eine Person, die er gesehen hat, hat sein Herz erstmal erschüttert im positiven Sinne, man kann sagen erleuchtet. Er hat gespürt, dass da von dieser Person eine besondere Aura ausgeht. Und als dann die Wahl war, hat er auch ohne Zweifel im Herzen zurückzulassen, hat er auch dieser Person, die er quasi zufällig getroffen hat, er hat diese Person vorher nicht gekannt, noch nie gesehen, hat er dieser Person die Stimme gegeben und war überrascht zu sehen, dass die Mehrheit der Menschen sich gemeldet hat und dieser Person die Stimme gegeben haben. Und das war dann eben der fünfte Kalif. Also da muss man wirklich gucken. Dieser Amir, der das erzählt hat, er hat den fünften Kalifen vorher nicht gekannt. Und einfach nur diese Aura, die Gott dem fünften Kalifen gegeben hat und die Leitung, die Gott den Herzen der Wahlteilnehmer gegeben hat,
ist das Entscheidende gewesen, dass der fünfte Kalif dann auch gewählt wurde. Ja, es gibt eine Reihe von solchen Ereignissen, die in dieser kurzen Zeit nicht erwähnt werden können. Aber wenn man zählt, dann gibt es so viele Leute, abgesehen davon, ob sie Mitglieder dieses Gremiums waren oder nicht, Gott hat sie geleitet. Sie haben den Traum gesehen, wer der nächste Khalif sein wird. Aber außerhalb der Gremiums, das heißt außerhalb, die Nichtmitglieder sind, sie haben auch solche Träume gesehen. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass ein Khalif von Gott gewählt wird, nicht von den Menschen. Und dass dieses Versprechen im Heiligen Koran, was Sie anfangs vorgetragen hatten, dass das ein lebendiges Versprechen ist? Ja, genau. Aus der weltlichen Perspektive gesehen, gibt es irgendwelche Einschränkungen jetzt? Wer kann zum Kalifen gewählt werden, wer kann nicht zum Kalifen gewählt werden? Grundsätzlich gibt es keine Einschränkungen, aber natürlich muss ein Kalif, wie auch Imam Sepp schon gesagt hat, es ist eine spirituelle Person, die gewählt wird für eine spirituelle Aufgabe, also muss der Kalif auch ein rechtschaffener Gläubiger sein, der seine Pflichten als Gläubiger erfüllt, der nicht für irgendwelche, also wo man keine Sünden kennt und so weiter. Er muss ein makelloser, vorbildlicher Gläubiger sein. Nur so jemand kommt überhaupt in Frage für die anderen Gläubigen, dass man ihn als Amir der Gläubigen, als Amirul Mu'minin, Führer der Gläubigen wählt. Dann eine historische Frage, Imam Sahab. Es gibt manche Leute, die sagen, dass in der ersten Epoche des Islams nur die Leute aus dem Stamm Quraysh zum Khalifa gewählt werden durften. Wie ist Ihre Meinung als Gelehrter dazu? Nein, ich bin nicht der Meinung, dass diese Leute richtig sagen. Es gibt eine Überlieferung von dem Heiligen Propheten, die einige Leute weiter berichten, dass der Heilige Prophet gesagt hat, dass Khalif nur unter den Quraysh sein wird. Aber wir sehen, dass der Heilige Prophet, Friede sei mit ihm, hat sein Leben gemäß dem Lehren des Heiligen Koran geführt hat. Und wenn wir irgendeine Überlieferung gegen die Lehre des Heiligen Koran finden, dann sollen wir solche Überlieferung ablehnen, nicht den Heiligen Koran ablehnen. Aber wenn wir den Heiligen Koran studieren, hier in dem Heiligen Koran steht geschrieben, Al-Nakum Shu'uban wa Qabaila lit'arafu. Wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennt. Inna akramakum indallahi atqakum. Der angesehenste unter euch vor Allah ist derjenige, der Gottesfürchtigste ist. Hier ist klar, dass der gewählt wird oder der im Augen Allahs ist derjenige, der Gottesfürchtigste ist, besser als den anderen Menschen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zur Zeit Hajjatul Wida offenkundig gesagt, dass ein Araber hat keinen Vorrang über Nicht-Araber und ein Nicht-Araber hat keinen Vorrang über Araber. Aber hier spielt die Hautfarbe oder ein Stamm oder irgendetwas keine Rolle. Die Sache, die hier eine Rolle spielt, ist Gottesfurcht, die Rechenschaffenheit. Und der rechenschaffenen Menschen, abgesehen davon, von welchem Stand sie kommen oder welcher Rasse sie gehören, sie können Khalif gewählt werden. Aber das ist nicht richtig, dass Khalif nur aus Quraysh gewählt wird. Maulana Abdul Kalam Azad hat diese Überlieferung mit Beweisen abgelehnt und gibt es so viele andere Leute, die der Meinung sind, dass diese Überlieferung nicht richtig ist, weil diese gegen die Lehre des Heiligen Koran ist. Das ist auch eine wunderbare eigentlich Prüfungsmethodik, die der verheißene Messias al-Islam uns erklärt hat, dass wenn etwas, ein Hadith, eine Überlieferung gegen den Heiligen Koran geht, dann lassen wir diese Überlieferung. Wenn diese nicht gegen den Heiligen Koran gehen, dann nehmen wir diese Überlieferung. Wenn ich ergänzen darf, es war sogar noch ein Tick schöner, dann versuchen wir sie erst so zu verstehen,
dass sie eben nicht dem Koran widerspricht. Also er hat uns eigentlich dazu aufgefordert, dass jede Botschaft des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam eine mögliche Botschaft hat, so einen Wert, dass wir erstmal gründlich überlegen sollen, ob es nicht eine zum Beispiel sinngemäße bildliche Bedeutung gibt, die dann wieder nicht dem Koran widerspricht. Mazhab, wir haben jetzt die Wahl des fünften Kalifen ja selber erlebt. 2003, das ist noch nicht so lange her, hatten wir auch Teilnehmer aus Deutschland, die in dieser Wahl teilgenommen haben. Welche Bedingungen gibt es für solche Wahlen? Also, da wir jetzt seit dem zweiten Kalifen der Ahmadiyya Muslim Jamaat, also seit dem zweiten Kalifen des Weißen Messias, muss man sagen, er hat angefangen, dieses Wahlkomitee zu etablieren. Und er hatte damals bestimmte Bedingungen festgelegt, wer ist in diesem Wahlkomitee. Und als er dann verstarb, hat dieses Wahlkomitee zusammengetreten. Die Komiteemitglieder wissen auch selbst nicht unbedingt, dass sie darin sind. Die werden dann aber informiert, wenn der Kalife verstirbt. Okay, sie sind auch in dieser Liste, die eben von dem Kalifen auch freigegeben wurde. Und sie müssen jetzt zusammentreten, um den Kalifen zu wählen. Und so ist das dann auch weiter vorangeschritten. Und die Kalifen haben immer die Bedingungen angepasst. Nach eben der göttlichen Leitung, die sie bekommen haben, gemäß dieser göttlichen Leitung, haben sie dann jeweils die Bedingungen ergänzt. Und bei der Wahl des fünften Kalifen hatten wir meines Wissens aus Deutschland mindestens 3 Teilnehmer, aber das weiß ich nicht sicher. Ich weiß aber auf jeden Fall von 2 Deutschen, dass sie definitiv teilgenommen haben. Und zwar einmal der Herr Abdullah Wageshauser, weil er der Amir von Deutschland ist, also der Bundesvorsitzende der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland. Er hat in seiner Funktion teilgenommen. Und auch unser verstorbener Bruder Hadayatullah Hübschsalb. Er hat auch teilgenommen an der Wahl. Und soviel ich weiß, war er auf dieser Liste, weil der vierte Kalif ihn sozusagen als Honor Member, könnte man sagen, als Ehrenmitglied auf diese Liste gesetzt hat. Das ist eben im Ermessen des Kalifen der Zeit. Und genau, sie sind dann eben schnell nach England gereist, als diese Botschaft sie getroffen hat und haben an dieser Wahl teilgenommen. Es müsste meines Erachtens auch noch Hadi Ali Zafasab, also der leitende Imam hier in Deutschland, teilgenommen haben. Genau. Das aber da zu gegebener Zeit nochmal recherchieren. Verehrte Zuschauer, so ein Kalifa ist ein geistiges Oberhaupt, was wir in der Ahmadiyya Muslim Jamaat haben. Aber es gibt auch andere Religionsgemeinschaften, die unterschiedliche Oberhäupter im geistlichen Sinne haben. Und wir haben auf der Straße mal gefragt, wie viele geistige Oberhäupter kennen die Menschen so aus diesem Bereich? Welches geistliche Oberhaupt? Ich weiß nicht, mir fällt der Papst eigentlich nur ein. Ja, kennen wir viele. Kennen wir viele, also zum Beispiel Papst. Oder Papst. Den Ayatollah, wie heißt der? Khamenei oder so. Ich kenne Dalai Lama. Ja, und dann gibt es den Herr Papst, den Herr Ratzinger. Den Papst, ne. Er starb vor kurzem, das war der Kurde, nicht der Kurdische, der Papst in Kairo. Und zwar der koptischen Christen. Und der Großmufti in Kairo starb vor einigen Monaten, in der Al-Aqsa-Moschee. Papst? Geistlichen Oberhaupt? Bischof, Papst, was noch? Muezzins? Den Papst. Oh Gott! Keinen, dafür interessiere ich mich nicht. Der Papst. Sonst noch jemanden? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Oh, im Moment gar keinen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja, der Bischof, der Papst, der Kardinal. Überhaupt keine, außer dem Papst. Ja, sicher kennen wir welche. Bischöfe, Kardinäle, muslimische Rabbiner. Ja, das sind ja Dalai Lama und so weiter. Verehrte Zuschauer, wir haben gesehen, dass das Interesse zu der Religion recht defizitär ist. Herr Mazhab, wie sehen Sie diese Kommentare der Menschen auf der Straße? Ja, es ist nicht unbedingt überraschend, weil wir leben ja in dieser Gesellschaft und wir wissen ja auch, wie sehr sich der Einzelne mit Religion beschäftigt. Die einen mehr, die anderen weniger. Das hat man auch gespiegelt gesehen in den Antworten. Manche konnten gleich eine ganze Reihe von möglichen geistigen Oberhäuptern aufzählen. Andere haben ganz direkt gesagt, ja, das interessiert mich nicht.
Deswegen denke ich, ist es sehr wichtig, dass man dieser Gesellschaft auch näher bringt, was eigentlich die Aufgabe von so einem geistigen Oberhaupt aus der Sicht des jeweiligen geistigen Oberhauptes ist. Also wenn wir über den Khalifa sprechen, was ist eigentlich die Aufgabe des Kalifen für sein Volk? Warum sollten die Gläubigen einen Kalifen haben, um sich dann entsprechend entwickeln zu können? Und ich denke, dass dann auch der ein oder andere seine Meinung ändern würde, dann würde er zum Beispiel auch den Muezzin, der ja nur die Aufgabe hat, zum Gebet zu rufen, ja genau, nicht mehr als geistiges Oberhaupt betrachten. Aber das ist schon interessant. Dann kann man auch verstehen, warum manche Leute Islam in eine bestimmte Ecke stellen, wenn man eben so wenig Wissen besitzt. Deswegen versuchen wir hier heute zusammenzuarbeiten. Jawohl. Kommen wir zu unserem Thema Khilafat zurück. Jetzt gibt es manche Leute, die auch über die Ahmadiyya Jamaat so sagen, dass Khilafat vererbt wurde oder wird. Wie ist denn das? Ist Khilafat überhaupt vererbbar? Man muss in Erinnerung behalten, dass Khilafat mit der Erbschaft nichts zu tun hat. Khalifa wird von Gott ernannt. Und wenn Gott einen Khalifen auswählt, das sieht er nicht, wer wessen Sohn ist oder wer wessen Verwandter ist. Das ist die Sache Gottes, wen er auswählen will. Die weltliche, das heißt die Verwandtschaft, spielt hier keine Rolle. Das ist ein Versprechen Gottes. Und wie ich schon erwähnt habe, dass Gott selbst das erwähnt hat, dass diese Sachen, dass die Stämme und Völker sind nur deswegen, dass man einander kennt. Und diese Sachen, der Stamm oder Rasse, spielt hier keine Rolle. Aber das ist auch nicht verboten, dass der Sohn eines Kalifen oder der Sohn eines Propheten nicht Kalif sein kann. Es ist nicht verboten. Aber man muss nicht vergessen, dass Khilafat nur von Gott kommt, nicht von Vater. Erbschaft ist es überhaupt nicht. Aber gehindert wird auch nicht, dass wenn ein Mensch Sohn eines Propheten oder Sohn eines Kalifen ist, dass er nicht als Kalif ausgewählt werden kann. Es gibt viele Beispiele in der Geschichte der Religion, in der Geschichte des Islams, dass viele Propheten miteinander eng verwandt waren, viele Khalifen miteinander eng verwandt waren. Zum Beispiel Hazrat Abraham, Friede sei mit ihm, und Hazrat Isaac und Ismail. Und genauso Hazrat Jakub und Hazrat Josef, Friede sei mit ihnen. Die hatten eine Verwandtschaft Sohn-Vaters. Und in der Geschichte vom Islam sehen wir, dass die rechtgeleiteten Khalifen, die vier Khalifen, sie waren auch miteinander eng verwandt. Zum Beispiel Hazrat Abu Bakr Siddiq, er war der Schwiegervater von dem Heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und genauso Hazrat Usman und Hazrat Ali, die waren die Schwiegersöhne von dem Heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und genauso ist die Khilafat von dem verheißenen Messias, sallallahu alaihi wasallam, der erste Khalif, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib, Friede sei mit ihm. Er hatte keine direkte Verwandtschaft mit dem verheißenen Messias, sallallahu alaihi wasallam, aber alle anderen Khalifen sind miteinander eng verwandt. Das bedeutet, diese alle Geschichte der Religion zeigt uns, dass es nicht verboten ist, dass wenn jemand Sohn eines Khalifas ist, er kann nicht als Khalif ernannt werden. Aber das bedeutet auch nicht, dass die Khilafat von der Erbe kommt. Das ist falsch. Genauso hat der verheißene Sohn des verheißenen Messias, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib, der zweite Khalif von dem verheißenen Messias, das erwähnt und ausdrücklich das gesagt, dass es verboten ist. Das ist nicht, kein Khalif hat das Recht, in seiner Lebzeit seinen Sohn oder irgendeinen Verwandten
Khalifa zu nennen. Und genauso, die Majlis-e-Shura hat kein Recht, in der Lebzeit von einem Khalifen seinen Sohn oder seinen Verwandten Khalifa zu nennen. Wenn jemand so tut, er hat gesagt, das ist falsch. Das muss nicht akzeptiert werden. Das heißt, es ist nicht verboten, dass der Sohn zum Kalifen wird, aber es wird sehr fein abgefangen, dass nicht so eine Vererbung einsetzt, dass der Kalifa oder die Shura, die beratende Versammlung, nicht im Leben des vorherigen Kalifen bestimmen. Aber später, nach dem Ableben, kann der Sohn durchaus zum Kalifen Nach seinem Ableben werden die Gläubigen das entscheiden, wer Kalif sein wird oder nicht, abgesehen davon, ob er Sohn eines Kalifen ist oder nicht. Und dass es nicht immer in der Verwandtschaft geblieben ist, haben wir ja bei dem ersten Kalifen gesehen. Genau. Er war ja nicht in der Verwandtschaft. Wie ist das mit dem Rücktritt eines Kalifen, wenn ein Kalif der Meinung ist, das läuft nicht, ich komme nicht mehr zurecht, hat er das Recht oder wie sieht die Jamaat das? Wir sehen in der Welt, dass die Amtsinhaber, die weltliche Ämter haben, sie können von dem Amt zurücktreten. Und auch in der religiösen Welt gibt es so, dass einige Amtsinhaber von seinem Amt zurücktreten. Und es gibt auch einige Fälle, in denen die höhere Autoritäten zwingen sie jemanden, dass sie von seinem Amt zurücktreten oder Rücktritt erklären sollen. Aber Khilafat ist ein Amt, der mit diesem Amt betraut ist. Weder kann er selbst den Rücktritt erklären, noch kann ihn jemand zwingen, dass er von diesem Amt zurücktritt. Weil diese Sache ist die Sache Gottes. Gott hat ihn Khalifa ernannt. Diese Entscheidung ist von Gott getroffen worden. Und wenn jemand sagt, dass nein, ich kann diese Sache nicht tun, das bedeutet, dass er sagt, die Entscheidung Gottes falsch ist. Und seine eigene Entscheidung ist falsch. Ja? Weil wenn Gott selbst einen Menschen auswählt, Gott weiß besser, wen er auswählen wird, wer diese Fähigkeit hat. Und wenn Gott eine Entscheidung getroffen hat, jemand kann nicht ablehnen. Und wenn jemand ihn dazu zwingt, dass er von seinem Amt zurücktreten muss, das bedeutet auch genauso, dass sie die Entscheidung Gottes nicht akzeptieren. Sie sind der Meinung, dass Gott behüte, einen Fehler begangen hat. Und wenn man ihn zwingt, dass er von seinem Amt zurücktritt, das bedeutet, dass sie gegen die Entscheidung Gottes was tun, das total falsch ist. Das heißt, ein Kalifa wird immer auf Lebenszeit gewählt. Wir haben ja in der Historie gesehen, die rechtgeleiteten vier Kalifen und alle Kalifen der Jamaat jetzt, die sind ja immer auf komplette Lebenszeit. Es gibt einige Beispiele in der Geschichte der Religion, besonders in der Geschichte von Islam. Zum Beispiel Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu wurde von den Gegnern gezwungen, dass er diesen Amt zurücktreten muss. Aber Hazrat Usman, Friede sei mit ihm, hat abgelehnt. Er hat gesagt, dieses Hemd hat Gott mich angezogen und ich kann dieses Hemd nicht ausziehen. Ich werde lieber sterben, aber ich werde von Khilafat nicht zurücktreten. Das war die Entscheidung, weil er wusste, dass Gott mich ernannt hat und wenn ich zurücktrete, das bedeutet, dass ich die Entscheidung Gottes ablehne. Das kann ein Khalif nicht tun. Und das kann auch ein anderer Mensch tun. Herr Mazhab, wozu brauchen die Gläubigen einen Kalifen überhaupt? Sie brauchen den Kalifen genau für das Gleiche, wofür sie auch den Propheten brauchen. Ein Prophet und damit auch ein Kalif hat die Aufgabe, die Verbindung der Menschen mit Gott wieder herzustellen. Der Koran definiert das genauer, das überlasse ich Imam Sahab. Aber prinzipiell gesprochen,
zeigt der Prophet durch sein eigenes Beispiel, wie man die Nähe Gottes erreichen kann, wie man die lebendige Verbindung mit Gott aufbauen kann. Und er lehrt den anderen Menschen auch, wie sie das machen können. Und genau diese Aufgabe führt der Kalif fort, denn es ist natürlich so, dass Gott keinem Menschen ewiges Leben gegeben hat, deswegen versterben alle Propheten. Und aber diese Segnung des Prophetentums, das wäre ein großer Verlust, wenn das völlig mit dem Tod des Propheten auch weg wäre. Und deswegen hat Gott aus seiner Barmherzigkeit eigentlich heraus für die Gläubigen dieses System des Kalifats eingerichtet, dass wir bis zum Tag des jüngsten Gerichts ein Beispiel haben können, wie wir Gottes Nähe erreichen können und dass wir jemanden haben, der uns immer wieder daran erinnert und auch darin leitet, wirklich nur Gott anzubeten und wirklich nur Gott zu verehren und so unseren Frieden mit Gott zu finden und auch so dann im Einklang mit unserer gesamten Umwelt, mit der gesamten Menschheit zu leben. Verehrte Zuschauer, jetzt gibt es ja Milliarden Menschen wirklich, die irgendeiner Religion zugehören weltweit. Es gibt also auch Oberhäupter verschiedener Religionen. Und uns hat interessiert, was haben die Menschen draußen, unsere Mitbürger, für Erwartungen an diese Oberhäupter? Dazu ein kleiner Beitrag. Welche Erwartungen habt ihr an spirituelle Oberhäupter? Ja, dass sie einem halt Sachen auf den Weg mitgeben, die man im Leben benutzen kann. Und uns daran erinnern, dass wir alle eine Gemeinschaft sind. Eigentlich Vorbildfunktion von allen öffentlichen Personen. Dass sie glaubwürdig sind. Dass sie glaubwürdig sind und dass sie sich um die Leute kümmern und nicht so sehr um Politik. Sondern dass der Glaube ist und Mensch, ja, sein Mensch sein ist. Wertevermittlung, ja, und eben Mensch sein, dass wir gleich sind. Ja, und dass das sehr wichtig ist. Ich habe Erwartungen, dass wir alle an den einen Gott beten, wir alle an den gleichen, und dass sie sich einigen gegen Gewalt und für die Menschlichkeit und auch für die Freiheit und Gleichberechtigung der Frauen, zum Beispiel bei den Moslems, keine Salafisten, keine Verschleierung, keine Burka. Und dann verstehen wir uns wunderbar. Den kategorischen Imperativ für alle Leute ein bisschen erklären. Da braucht man keine großen Gesetze, sondern dann wird man normalerweise das schon verinnerlicht haben, was man eigentlich tun sollte den anderen gegenüber. Ja, dass sie uns Werte vermitteln. Bleibende Werte, nicht tagesaktuell. Gar keine. Die sollen wirklich die Welt verlassen und Menschen in Ruhe lassen. Vor allem islamische Geistliche. Dass sie sich nicht zu sehr in die Politik einmischen. Den Glauben zu vertreten. Den Weg nach oben zeigen, den kenne ich ganz alleine. Dankeschön. Ich brauche keinen anderen dafür. Dankeschön. Verehrte Zuschauer, wir haben jetzt gehört, unsere Mitbürger haben unterschiedliche Meinungen bezüglich der Erwartungen an den Oberhäuptern Hamazab. Wie sehen Sie diese Kommentare? Natürlich mit gemischten Gefühlen, genauso gemischt wie diese Kommentare waren. Es hat mich sehr gefreut, dass manche Leute ein sehr konkretes Bild eigentlich von einem spirituellen, geistlichen Oberhaupt haben. Und man hat Glaubwürdigkeit genannt oder dass alle einen Gott anbieten sollen, weil das sind auch genau diese Dinge, die einen Propheten, einen Kalifen dann entsprechend auch auszeichnen. Und diejenigen, die zum Beispiel gesagt haben, ja, den Weg nach oben, den kenne ich ganz alleine, dann frage ich, wenn jemand diesen Weg nach oben ganz alleine kennt, wieso ist er dann nicht oben? Wieso ist er dann nicht einer von jenen, mit denen Gott spricht? Und da können wir verstehen, immer wenn wir irgendwo weiterkommen wollen, ein neues Niveau erreichen wollen, dann erreichen wir dieses Niveau am einfachsten dadurch, dass wir einen Lehrer nehmen, der uns zu diesem Niveau bringt, der einfach die Erfahrung hat und weiß, wie man das kann, dann können wir das auch schaffen. Und es ist ja auch nicht so, dass die Propheten das von sich heraus schaffen. Nur ist es so, dass die Propheten Gott direkt als Lehrer haben. Also ohne Lehrer kommen wir dort nicht hin. Und auch diejenigen, die gesagt haben, ja, die sollten die Welt verlassen und so weiter, dann wäre es sehr schön, wenn diese Leute sich mal mit den Kalifen Gottes auseinandersetzen und sich damit beschäftigen, was diese Kalifen denn für eine Leitung geben. Dann würden sie bestimmt ihre Meinung ganz schnell ändern. Und es kommt eigentlich nur, dieses Missverständnis sollten die Welt verlassen, es kommt eigentlich aus einer Vermischung aus spirituellen Führern und weltlichen Führern. Und nicht jeder
Weltliche Führer gibt sich gleich als solcher erkennen. Manche kleiden sich in das Gewand der Spiritualität, weil viele Menschen in ihrem Herzen eben schon wissen, dass sie einen spirituellen Führer benötigen. Und manche weltlich orientierte Menschen nutzen dieses Bedürfnis dann, um die Menschen sozusagen fehlzuleiten. Aber die Kalifen, die von Gott bestimmt wurden, so wie wir es bisher diskutiert haben, die sind frei von solchen Zweifeln und sie leiten wirklich nur zu Gott. Das heißt, der Ruf von den spirituellen Oberhäuptern ist durch bestimmte Personen geschädigt worden. Aber eigentlich kann man das sehr wohl erkennen, wenn jemand zum Guten aufruft, immer zum Nutzen der Menschen, dann ist das ja eigentlich eine positive Sache. Das ist dann egal, welcher Religion er zugehört. Absolut. Und jeder Mensch kann auch dann verstehen, wieso man so einen Führer brauchen kann und ja, auch braucht. Ich habe noch mal einige Kommentare, Informationen zu konkreten Aufgaben zum Kalifen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wir haben den lebendigen Islam so in der Fassung, wie der Islam in der ersten Epoche war. Viele der Muslime sind der Meinung, Shura zum Beispiel gab es damals und heute gibt es kein einziges Beispiel. Ich meine, außer der Ahmadiyya-Jamaat sieht man Shura nicht. Genauso Khilafat kennen die Menschen nicht. Aber wir sehen das ja lebendig, wie Khilafat funktioniert. Welche Aufgaben hat Khilafat in der Jamaat Ahmadiyya? Ja, Sie wissen, dass Khalif ein Nachfolger eines Propheten ist. Ich meine, es gibt verschiedene Arten, wie ich schon erwähnt habe, aber im Sinne, in dem wir jetzt darüber sprechen, Khalifa ist ein Nachfolger eines Propheten und er setzt die Aufgaben und die Arbeit fort, die der Prophet hatte. Und alle Aufgaben, die ein Prophet hatte, sind die Aufgaben des Kalifs. Welche Aufgabe hat ein Prophet? Darüber hat der Heilige Koran erwähnt. Allah sagt im Heiligen Koran: "Huwallazi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Er ist es, der unter den Analphabeten einen Gesandten erweckt hat, aus ihrer Mitte, ihnen seine Zeichen vorzutragen und sie zu reinigen und sie die Schrift und Weisheit zu lehren, wiewohl sie zuvor in offenkundigem Irrtum gewesen waren. Hier hat Gott die Aufgabe eines Propheten erwähnt und die Aufgabe eines Propheten sind auch die Aufgabe seines Kalifen. Allah hat in diesem Vers erwähnt, dass die Aufgabe eines Kalifen ist, an das Wort Gottes zu erinnern und die Gläubigen so zu erziehen, dass sie die Nähe Gottes erreichen und das Lehren des Buches und das Lehren des Weisheit. Und in dem Vers, was ich schon jetzt vorgetragen habe, das die Sura An-Nur, Vers 56, in dem Allah mit den Gläubigen versprochen hat, wenn sie glauben und gute Werke tun, dann wird Allah sie Khilafat gewähren. Und was werden sie tun? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Sie werden mich verehren und sie werden mir nicht zur Seite stellen. Das ist auch im Zusammenfassend können wir sagen, die wichtigste Aufgabe eines Kalifen ist, dass er die Lehre des Islams bis ans Ende der Welt trägt. Er die Menschen zu Gott ruft, er lehrt die richtige Lehre des Islams und er macht die Leute auf den richtigen Weg, den Weg, der zu Gott führt und er betet für die Gläubigen und gibt solche Projekte, von denen die Gläubigen spirituell und auch weltlich sich entwickeln können. Und diese Entwicklung entsteht nicht nur sich selbst, sondern wenn man gemäß der Lehren des Heiligen Koran handelt, dann kann man sich weiterentwickeln. Und wenn zum Beispiel der Heilige Koran nicht richtig verstanden wird, falsch ausgelegt wird, dann werden die Leute nicht sich entwickeln, sondern etwas verlieren.
Und deshalb ist auch eine wichtige Aufgabe eines Kalifen, dass er den Heiligen Koran richtig auslegt, damit die Leute den Heiligen Koran richtig verstehen können und ihr Leben gemäß den Lehren des Heiligen Koran führen können und sich weiterentwickeln können. Das sind einige Aufgaben eines Kalifen. Sie haben vorhin die Projekte angesprochen. Es gibt ja auch administrative Aufgaben und ich denke, das ist so viel im Leben eines Kalifen, dass wir eigentlich eine komplette Sendung zu den täglichen administrativen Aufgaben eines Kalifen machen können. Hamazab, ganz zum Schluss vielleicht ein Satz aus Ihrer Perspektive. Wie sehen Sie den Rang, den Status eines Kalifen aus der Sicht des Gläubigen unter ihm? Also jeder religiöse Mensch, insbesondere jeder Muslim, wird die Zeit vermisst haben, die Zeit, wo man den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam oder auch den Feis Messias alaihi salam hat persönlich treffen können. Und wenn wir aber verstehen, dass dieses Licht, was wir nicht selbst erleben können, dass wir das im Antlitz des Kalifen, in den Worten des Kalifen wiederfinden können, dass wir mit der gleichen Hingabe, mit der die Gefährten der Propheten sich dem Propheten hingegeben haben, können wir uns dem Kalifen hingeben, dann denke ich, können wir vielleicht ein bisschen verstehen, was der Status eines Kalifen ist und können dann auch diesen gleichen Weg gehen und können dann auch diese Entwicklung durchmachen, den die Gefährten der Propheten durchgemacht haben, weil sie sich voller Liebe dem Propheten hingegeben haben. Also für uns ist eigentlich der Kalif die Verbindung zu dem Propheten und die Verbindung somit zu Gott. Jazakumul Ahsanul Jaza, und das ist dann auch, weil das dann eine Verbindung ist, eine Vereinheitlichung, und der Kalif sorgt dann auch dafür, dass die Umma als eine Gemeinschaft, als eine Einheit dann nach vorne kommt. Verehrte Zuschauer, wir haben hoffentlich Ihnen einige Einblicke über das Khilafat geben können. Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei den Ehrengästen, Jazakumul Ahsanul Jaza. Und inshallah werden wir demnächst wieder mit MTR Spezial wieder da sein. Bis dahin verabschieden wir uns. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.